Für die SPD-Fraktion hat sich nun Herr Rudolph zu Wort gemeldet. Wie lange haben wir, Frau Präsidentin? Sechs Minuten, danke schön. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Halvers, Sie haben recht. Die SPD hat bei dem Thema Planung der A49 auch nicht alles richtig gemacht. Und wir haben politisch dafür ordentlich bezahlt im Schwalm-Eder-Kreis Anfang der 90er Jahre, auch mit Abstimmungsverhalten im Hessischen Landtag. Und im Nachhinein sage ich, weil keine klare Haltung vorhanden war. Und das erleben Sie jetzt auch auf der anderen Seite. Weil Sie müssen den Menschen schon erklären, wofür sie stehen. Und ich will das mal ein bisschen grundsätzlicher aufbauen. Die Frage ist doch schon, kriegen wir in der Bundesrepublik im Jahre 2020 noch ein Infrastrukturprojekt hin? Oder ist das nicht mehr möglich, weil es nicht akzeptiert wird, wenn rechtsstaatlich getroffene Entscheidungen umgesetzt werden? Das ist eher eine grundsätzliche Frage. Und das gilt nicht nur für Autobahnen, das gilt auch für Windkraftanlagen. Ja, das ist so, für die Bahn, für die Citybahn. Diejenigen, die sagen, die Citybahn sei ein altmodisches Fortbewegungsmittel, stehen lieber stundenlang im Stau und verpesten die Umwelt. Das ist dann ehrlich gesagt auch keine Alternative. Aber jedes Infrastrukturprojekt, jeder Kindergarten, jedes Bebauungsgebiet, das können viele Kolleginnen und Kollegen wahrscheinlich bestätigen, wird ja mittlerweile infrage gestellt, obwohl das rechtsstaatlich bis zu höchsten deutschen Gerichten abgeurteilt worden ist. Und deswegen ist das schon eher eine grundsätzliche Frage, wie geht man mit solchen Projekten um, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir wollen, dass der Rechtsstaat handlungsfähig ist und dass rechtsstaatlich getroffene Entscheidungen irgendwann auch umgesetzt werden können. Das muss unsere Position sein. Und jetzt komme ich mal zu dem Antrag der Koalitionsfraktion. Kollege Bellino, Ihre Rede war deutlich konsequenter, auch klarer in der Zielsetzung als das, was in dem Antrag drinsteht. Wenn ich mir allein die Ziffer 1 anschaue, da fordern Sie im letzten Satz, gleichzeitig ruft er angesichts der globalen Baumaßnahmen, also Hessische Landtag, alle Beteiligten zur Deeskalation und Gewaltfreiheit auf. Unterstellen Sie damit der Polizei, dass sie gewaltbereit sei? Weil wenn alle Beteiligten, ja, was soll diese Formulierung? Schauen Sie sich die Ziffer an, die ist hinten reingequetscht. Wahrscheinlich von den Grünen initiiert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Verniedlichung von Aktivisten und dann mit allen den Dialog suchen. Es gibt einen harten Kern von Extremisten, die wollen keinen Dialog. Denen geht es nicht um die Sache. Und das müssen wir auch deutlich und klarstellen, dass wir das als Hessischer Landtag verurteilen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dann sagt Frau Walter von den Grünen, man muss ja auch mal den Verkehrsminister loben, weil er muss etwas umsetzen, was er eigentlich nicht will. Erstens macht er das freiwillig, hat ihn keiner gezwungen. Zweitens, der Hinweis, dass er an Recht und Gesetz gebunden sei, ist eine Plattitüde. Das ist eine Selbstverständlichkeit in einem demokratischen Rechtsstaat. Dafür muss man ihn nicht loben, das erwarten wir ganz einfach, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dann ist es ja wirklich ein Gejammerer, eine Lamoyanz der Grünen. Sie dürfen nicht mehr in den Danni. Und das wäre auch alles ganz schlimm, was man mit den Grünen macht. Sie seien ja die Einzigen, die für den Klimaschutz sich einsetzen. Und das wäre ja auch alles so ungerecht. Und Sie müssten so einen Koalitionsvertrag umsetzen an der Stelle. Das wollten Sie eigentlich auch gar nicht. Aber nun, Macht ist halt Macht. Und wenn man Macht hat, ist auch schön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, welche Initiativen gab es denn von 2014? Eintritt der Grünen in die Regierung bis zum Jahr 2020 gegenüber der Bundesregierung, die BAB 49 nicht zu bauen. Wie viele Initiativen? Null. Hören Sie auf mit der Heuchelei, dass Sie irgendeine Maßnahme dagegen unternommen haben. Null. Nada. Stimmt überhaupt nicht, Herr Frömmrich, dann nennen Sie die Initiativen. Das nennen Sie die Initiativen. Und deswegen, meine Damen und Herren, Sie sind erwischt. Sie sind erwischt bei dem Doppelspiel und der Heuchelei. Beim Thema Flughafenausbau Terminal 3 sind Sie unten drunter durchgerutscht. Da hatten wir ehrlich erwartet, da gibt es Auseinandersetzungen. Jetzt erwischt Sie es bei der A49, weil Sie suggerieren, dass man noch etwas verändern könnte. Politisch gibt es weder in Berlin noch in Wiesbaden eine Mehrheit, den Autobahnbau zu stoppen. Und Sie suggerieren, es wäre machbar. Das ist eine politische Entscheidung, die nicht stattfindet. Und selbst wenn Sie in der nächsten Koalition mit der CDU auf Bundesebene, was Sie ja alle wollen, würden Sie nicht den Weiterbau der A49 stoppen. Macht vor Moral. Das ist Ihr Ansatz, meine sehr verehrten Damen und Herren. Macht vor Moral. Und deswegen hören Sie bitte auf mit dieser Lamoyanz. Ich stelle mir das mal umgekehrt vor.
Also die SPD wäre in der Regierung, Weiterbau und Sie Opposition. Also wir kämen ja, wir müssten ja alle ins Krankenhaus, weil wir würden das ja alle nicht mehr aushalten, was Sie uns dann vorwerfen würden. Nein, Sie haben sich machtpolitisch entschieden, Sie treten in eine Koalition mit der CDU ein. Die Bedingung der CDU war, es muss den Weiterbau der A49 geben. Ja, Koalitionen muss man Kompromisse machen, haben wir alle schon erlebt. Aber dann sollten Sie nicht so tun, als wenn Sie es können verhindern. Mit dem einen Bein in der Regierungsspannung im Dienstwagen sitzen und mit dem anderen Bein den Baumbesetzern und Umweltschützern zu suggerieren, wir sind an eurer Seite. Sie sind erwischt, es funktioniert nicht und deswegen hören Sie auf mit der Heuchelei. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion darf ich nun Dr. Naas nach vorne bitten. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Im Koalitionsvertrag steht es eindeutig, die A49 soll gebaut werden. Und dieser Koalitionsvertrag trägt doch Ihre Unterschrift. Und sehr entlarvend, also es ist doch Ihre Sache gewesen. Sie haben doch Ihren Frieden damit längst gemacht. Und dann stehen Sie doch auch dazu. Und ich glaube auch, dass Sie insgeheim längst den Frieden gemacht haben mit diesem sehr sinnvollen Projekt. Sie haben vielleicht noch ein bisschen Angst um die Wählerstimmen, die versuchen Sie ja auf den Bäumen zu retten. Aber schön und entlarvend ist ja Ihr Antrag auf Ihrem Landesparteitag. Der ist wirklich entlarvend. Weil da wird ja der sich durchgesetzt hat mit 400 Stimmen, der ja auch Ihr aller Unterschriften von der Landtagsfraktion trägt. Und da wird klar deutlich, wo die Prioritäten liegen. Denn da ist ja noch einmal der Sündenablass aufgezählt und die Kompensation im Sinne des Ablasshandels. Ich könnte Ihnen das jetzt vorlesen, was Sie alles machen. Die Verkehrsverbünde, die Flatrate-Tickets, das schlechte Gewissen drückt. Da haben Sie recht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, da möchte ich aber heute gar nicht drauf eingehen, weil wir haben, glaube ich, einen Dissens in einer Sache. Wir haben, da können Sie meine Rede sich noch einmal durchlesen, wir haben nie behauptet, dass Sie hier die Gewaltfreiheit irgendwie in Abrede stellen. Das ist auch das Mindeste, was man erwarten kann. Das ist auch das Mindeste, was man von der Staatsregierung erwarten kann. Sondern hier geht es darum, wie Sie, ja, Sie schreiben das immer so, muss friedlich sein, uneingeschränkt auf der Grundlage des Demonstrationsrechts möglich sein, Gewalt gegen Menschen und gegen privates Eigentum wollen Sie ausschließen. D'accord. Aber das ist weniger als die gesamte Rechtsordnung. Das ist das Problem. Es geht um Nötigung, es geht um Ordnungswidrigkeiten und von denen haben Sie sich nie distanziert. Nie distanziert, Kollegin Walter. Ich kann Ihnen doch das Interview vorlesen im Deutschlandfunk. Weil sie sechsmal gefragt wurde und sie sechsmal nicht geschafft hat, sich von gesetzeswidrigen Verhalten zu distanzieren. Und sie hat es bis heute nicht geschafft, zu sagen, dass diese Camps illegal sind. Die Camps in Dannenröder Forst sind illegal. Und heute zum ersten Mal hat der Minister beiläufig gesagt, Einhaltung der geltenden Gesetze, das sind alle Gesetze, auch die, die nicht Gewalt gegen eine Person oder eine Sache sind. Nötigung ist keine Gewalt gegen eine Person. Das ist aber Nötigung, das ist ein Straftatbestand. Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, genau dasselbe. Und die ganzen Ordnungswidrigkeiten im Dannenröder Forst. Nutzen Sie die Gelegenheit, heute zum Rechtsstaat zurückzufinden. Herzlichen Dank. Für die AfD hat sich der Fraktionsvorsitzende Herr Lamprou zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, es geht hier um die Proteste gegen den Bau der BAB 49, gegen die Abholzung im Dannenröder Forst und im Herrenwald. Der Protest ist teilweise friedlich und er ist teilweise strafrechtlich relevant. Ich möchte an dieser Stelle einmal an etwas erinnern, was bisher in der gesamten Aktuellen Stunde keine Erwähnung gefunden hat. Infolge der
Proteste infolge der rechtswidrigen Abseilaktionen von Bundesautobahnen hat es einen Schwerverletzten gegeben. Und die Gedanken des gesamten Parlaments sollten auch bei dieser Person sein. Das wurde hier noch gar nicht erwähnt. Ich rede von der Aktuellen Stunde hier. Und dass dieser schwere Vorfall noch keine Erwähnung gefunden hat, das ist einer der Gründe, warum ich ans Pult gehe, um das auch noch einmal zu erwähnen. Ich nehme jedem hier ab, dass es bei Protest natürlich uns darum geht, dass er friedlich ist. Aber, meine Damen und Herren, was passiert eigentlich, wenn der Protest teilweise gewaltbereit ist? Kann man dann bei einer fehlenden Distanzierung und Trennung zwischen den Demonstranten, die friedlich vorgehen im Wald, und denen, die gewaltorientiert sind, und ich sehe hier eine Vermischung zwischen beiden Gruppen im Wald, kann man da eigentlich als politische Partei dann den friedlichen Teil des Protestes noch unterstützen? Da habe ich große Zweifel, meine Damen und Herren. Und ich möchte etwas von Ihnen wissen, und ich spreche hier gezielt die Grünen an. Wie stehen denn die Grünen, Herr Staatsminister Al-Wazir und Frau Walter, zu Gewalt gegen Sachen? Mein Kollege Klaus Gagel hat eben erwähnt, dass Gartenlauben zerstört wurden, dass Hochsitze zerstört wurden, um hier Material für die entsprechenden Baumhäuser zu kriegen. Das sind letztendlich auch Ordnungswidrigkeiten bis Straftaten. Ist das für Sie eigentlich noch okay? Oder sagen Sie, das ist nicht in Ordnung? Ich glaube, das möchte der ein oder andere Besitzer von so einer Gartenlaube von Ihnen gerne wissen. Also, wo ist hier die Grenze? Wo ist die Grenze für die Grünen bei dem Thema, was ist noch zulässig, obwohl es schon Ordnungswidrigkeit oder Straftat ist? Oder distanzieren Sie sich grundsätzlich von jeder Straftat und jeder Ordnungswidrigkeit in Zusammenhang mit diesen Protesten? Das würde ich gerne noch einmal am Rednerpult hier ganz klar hören. Und zum Schluss noch eine Bemerkung in die Zukunft gerichtet für Debatten, die wir hier sicherlich noch führen werden. Ich höre hier immer so niedlich, der arme Danny, da darf man nicht abholzen. Was ist denn mit dem Rheini, meine Damen und Herren? Was ist mit dem Reinhardswald? Da frage ich mich manchmal bei dieser Differenzierung bei den Grünen mit dem Reinhardswald und dem Danny, gucken Sie auf Netflix eigentlich die Serie Gute Bäume, schlechte Bäume? Entweder schützen Sie alle Bäume oder Sie lassen es. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion hat sich nun Herr Berlino zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, das war heute in der Zeitung zu lesen, das war ein FDP-Zitat. Unsere Fraktionsvorsitzende Edith Klaus sei gestern in einer hervorragenden Rede aggressiv aufgetreten. Das habe ich zwar nicht wahrgenommen, aber ich frage mich, wie Sie dann den Auftritt von Dr. Naas klassifizieren. Also wenn gestern das schon aggressiv war, dann... Dann müssen Sie an Ihrer Konsequenz vom Hausrecht Gebrauch machen oder sogar Schlimmeres. Also man sollte nicht nur wegen des aktuellen Themas vielleicht von den Bäumen kommen, auch wenn es um die Rhetorik in diesem Haus geht. Wenn dann die Sache angesprochen wird und immer wieder darauf hingewiesen wird, wird die Wette nun weitergebaut oder nicht, und wenn man dann versucht, den Koalitionspartner irgendwie in die Enge zu treiben, es gelingt Ihnen doch nicht. Es ist Ihnen nicht über die Presse gelungen und es ist Ihnen auch heute nicht gelungen. Es mag ja sein, dass bei Ihnen, FDP und SPD, die Erfahrungen aus Regierungskoalitionen schon weit zurückliegt. Dazu können wir ja nichts, dass Sie das nicht haben, diese Erfahrung. Aber man schließt Vereinbarungen. Und bei uns zum Beispiel, das nimmt ja kaum einer draußen wahr, wird über Personen ganz am Ende gesprochen. Ja, bei Ihnen ist das anders, das weiß ich. Bei Ihnen ist das anders. Bei Ihnen ist das anders. Ja, bei Ihnen ist das anders. Bevor darüber gesprochen wird, welche Ressorts von welcher Partei gezogen werden können, bevor dann noch später über Personen gesprochen wird, über die Ministerinnen und Minister, über die Staatssekretäre, bevor das passiert, haben wir 4 Wochen tagtäglich in der Sache gearbeitet. Und das heißt auch,
man muss dann Kompromisse schließen. Das gehört zu einer Koalition dazu. Das ist doch das kleine Einmaleins. Und dass man daraus eine Aktuelle Stunde macht, minutenlang, stundenlang sich aufregt, passt überhaupt nicht zu Menschen, die eigentlich wissen sollten, wie es funktioniert. Und wir brauchen wirklich von der linken Seite des Hauses, aber auch von der AfD, keinerlei Belehrung, wenn es darum geht, dass wir uns von Extremisten, egal wo sie herkommen, distanzieren. Das habe ich hier sehr deutlich gemacht. Ich kenne keine Pressemitteilung von uns, wo das nicht aufgerufen wird. Und wir haben auch ganz klar gesagt, weil das hier anscheinend nicht von jedem wahrgenommen wurde, und auch die Grünen haben das gesagt, dass wir Respekt vor der Polizei haben. Aber gerade die Fraktion, die sich bei dem vorigen Tagesordnungspunkt sehr massiv mit der Polizei auseinandergesetzt hat und meines Erachtens der Polizei geschadet hat, indem sie immer wieder versucht darzustellen, dass dort ein latenter Rassismus existiert, gerade diese Leute regen sich jetzt hier auf und sagen, wir müssen uns deutlicher vor die Polizei stellen. Wir tun dies bei jeder Gelegenheit. Bei jeder Gelegenheit stellen wir uns vor die Polizei. Und wir machen vor allen Dingen noch etwas anderes. Wir sorgen dort, wo wir Regierungsverantwortung haben, sorgen wir dafür, dass da nicht nur eine Lobhudelei stattfindet, wie das bei Ihnen zu beobachten ist, sondern wir statten die Polizei auch mit entsprechendem Geld und mit entsprechendem Personal aus. Das machen wir. Und das gilt auch für den Landesamt für Verfassungsschutz, das ja von Ihnen, liebe Frau Wissler, abgeschafft werden soll. Der AfD darf ich zum Schluss noch sagen, lesen Sie den Antrag richtig. Da ist auch eine klare Distanzierung von Gewalt gegen Sachen drin. Sachbeschädigung. Ist ganz klar, ist ganz klar formuliert. Und in den Reden wurde das entsprechend deutlich gemacht. Und der Unfall, da müssen Sie mir besser zuhören, der wurde in meiner Rede angesprochen. Ich habe davon gesprochen, dass es auch bedauerlicherweise zu einem schweren Unfall kam und dass das alles nichts damit zu tun hat, dass hier jemand Demonstrationsrechte ausübt, seine Meinung sagt, sondern dass dies Extremismus ist, dass das Gewalttaten sind. Das wurde ganz klar gesagt. Und wenn Sie, Herr Labrou, sagen, wir sollten in den Gedanken bei dem und den Verletzten sein, dann sage ich, das sind wir. Wir sind aber in Gedanken bei allen Verletzten, auch bei denen, die durch Pegida und anderes verletzt wurden. Für die Linke hat sich nun noch Herr Schalauske zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Staatsminister Al-Wazir, ich frage Sie jetzt hier noch einmal, nachdem Sie mir versucht haben, Ihre Sichtweise auf den Autobahnbau in verschiedenen Bundesländern darzulegen noch einmal. Wo, Herr Staatsminister Al-Wazir, war die Weisung des Bundes an das Land Hessen, die Autobahn A49 weiterzubauen? Ich frage Sie, wo war der Widerstand des Landes Hessen gegen die Planung des Bundes gegen diesen Autobahnbau? Gibt es einen Koalitionsvertrag von CDU und Grünen, wo ein klares Bekenntnis zum Weiterbau der A49 drinsteht? Gibt es die Drucksache 19700, in der sich CDU und Grüne zum Weiterbau der A49 bekennen? Gibt es das alles oder gibt es das nicht? Und wenn es das gibt, was, glaube ich, die Sachlage hergibt, dann bleibt es dabei. Wenn das grüne Politik in Regierungsverantwortung ist, dann sehen viele Menschen in diesem Lande schwarz. Weil sie nämlich sehen, dass sie von Ihnen und von Ihrem Einsatz für die Verkehrswende nicht allzu viel erwarten können. Und das ist bedauerlich, insbesondere für die Menschen in den Bürgerinitiativen und für die Aktivisten aus der Klimabewegung. Ja, nee, genau so ist es. Zum Zweiten, ziviler Ungehorsam war und ist eine wichtige Triebfeder für die Demokratie. Und wo wären wir heute eigentlich, wenn nicht vor einem Jahr ein paar junge, mutige Menschen gesagt hätten, uns ist der Schutz für das Klima so wichtig, dass wir dafür
unser bisheriges Leben zumindest zeitweise aufgeben, in den Dannenröder Wald gehen, dort Baumhäuser bauen und für den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen kämpfen. Wir wären dann nicht heute hier und würden diese Diskussionen führen. Diejenigen, die die Bäume besetzt haben, haben der ganzen Diskussion in Zeiten von Klimawandel, von Dürreperioden und von Wasserknappheit neuen Auftrieb gegeben, haben die Diskussion noch einmal wieder in Gang gebracht. Und ich finde, dafür haben Sie alle unseren Respekt und unsere Anerkennung verdient. Und wo wären wir heute eigentlich, wenn Menschen sich nicht auch mit Mitteln des zivilen Ungehorsams und des zivilen Protestes gegen die Atomkraft gewehrt hätten? Dann wären heute noch immer alle Atommeiler am Netz. Dann wäre heute wahrscheinlich Gorleben mit einem Salzstock, der nicht geeignet würde, noch immer ein atomares Endlager gegen jeglichen Sachverstand. Ich bin froh und dankbar, dass es diese Form von zivilen Ungehorsam und Protest gegeben hat. Und er hat diese Republik bereichert. Und auch dafür sollten wir denjenigen, die sich diesem zivilen Ungehorsam angeschlossen haben, dankbar sein. Und ein Drittes. Weil ja hier so viel gesprochen wurde zum Thema Gewalt. Und ich glaube, ich habe dazu auch aus unserer Sicht alles unmissverständlich gesagt. Was ich hier aber nicht gehört habe, und das sage ich mal insbesondere an die Vertreter in diesem Teil des Hauses, ich habe keine kritische Bemerkung gehört zu Hass und Gewaltandrohung und Hetze in den sozialen Medien gegen die Demonstranten, gegen die A49. Ich habe nichts davon gehört, was da an Gewalt auch ausgeübt wird gegen Menschen in den Bürgerinitiativen und gegen Leute, die gegen die A49 aktiv sind. Und ich habe auch nichts gehört von unnötiger Härte der Polizei, von denen Demonstranten mitunter berichten. Ich finde, auch das gehört dann dazu, wenn wir über die Lage im Dannenröder Wald sprechen, meine Damen und Herren. Und deswegen will ich zum Abschluss auch noch einmal an Herrn Dr. Naas appellieren, der ja diese Aktuelle Stunde mit sehr viel Werf und vielleicht auch ideengeschichtlicher mangelhafter Sachkenntnis vorangebracht hat, will ich noch einmal sagen, Sie sind hier ja sehr, ich habe es so empfunden, brachial aufgetreten. Ich habe mir sagen lassen, Sie sind ja auch im Dannenröder Wald gewesen, und ich kann Ihnen nur rückmelden, die Aktivisten, mit denen ich gesprochen habe, fanden, dass Sie eigentlich ein ganz freundlicher Zeitgenosse sind und dass es ein gutes Gespräch war. Nur leider verhalten Sie sich hier im Hessischen Landtag anscheinend anders. Das spricht auch für sich. Vielen Dank. Für die AfD hat sich nun Herr Gagel zu Wort gemeldet. Ihnen verbleiben 2 Minuten 44 Sekunden. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich subsumiere. 40 Autos in Gießen zum Abfackeln freigegeben, zerstörte Gartenlauben, kaputte Hochsitze. Polizisten werden mit Fäkalien beworfen, Polizisten werden mit Steinen beworfen, Polizisten werden mit Pyrotechnik beworfen, Nägel werden in Bäume gekloppt, um Waldarbeiter zu gefährden. Der ganze Wald wird verbarrikadiert. Was wir hier sehen, heute hier im Landtag, ist eine ganz massive Verharmlosung dieser Straftaten und Ordnungswidrigkeit, meine Damen und Herren. Die Einsatzkräfte erzählen mir, die Menschen, die da sich im Wald befinden, sind nicht nur zu einem Teil, sondern zu einem Großteil nicht anständige Menschen. Und was ich von Ihnen hier heute vermisse, ich habe es bisher nicht gehört, vielleicht macht es die Frau Walter ja dann doch noch, distanzieren Sie sich heute hier und jetzt von diesen gewaltbereiten Chaoten, die Straftaten, Ordnungswidrigkeiten begehen und die vermutlich auch Mitglieder einer kriminellen Vereinigung sind insgesamt. Herr Schalauske, ziviler Ungehorsam sieht für mich anders aus. Dort, wo Gewalt im Spiel ist, können Sie die Karte des zivilen Ungehorsams nicht mehr ziehen. Das geht nicht mehr. Denn das, was hier passiert ist, an den Autobahnen und auch im Wald und insgesamt im Wald gegen Sachen und gegen Personen, hat mit zivilen Ungehorsam nichts zu tun. Und das, was ich hier sehe, auch von der regierungstragenden Fraktion der Grünen, ist ganz, ganz, ganz ein schwaches Bild. Ich habe Ihre Distanzierung zur Gewalt und zu diesen Kriminellen im Wald hier heute vermisst. Vielen Dank.
Für BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN hat sich Frau Walter zu Wort gemeldet. Und danke fürs Desinfizieren. Da ich ja direkt angesprochen worden bin vom Stefan Naas, möchte ich erst noch einmal sagen, dass es in dem Interview des Deutschlandfunks darum ging, eine rechtliche Bewertung abzugeben zu diesen Abseilaktionen. Und das maße ich mir nicht an. Das machen die Staatsanwaltschaften und die Gerichte. Zur SPD. Sie hätten ein bisschen besser recherchieren müssen. Wir hatten ganz viele Anfragen zu den Kostenentwicklungen zu diesem Projekt, zu den Ausgleichs- und Umweltmaßnahmen. Wir hatten Anträge zur Offenlegung der ÖPP-Projekte. Unterlagen. Also es gibt ganz viele Anträge von uns, aber die müssen wir im Bund stellen, weil es leider eine Bundesautobahn ist. Und das müsste sich auch der SPD erschließen. Ein Wort zu den Linken, die sich ja jetzt so feiert für den Widerstand dort im Dannenröder Forst. Nochmal, die Grünen sind der Widerstand seit 40 Jahren. Und Sie wissen vielleicht genau seit einem Jahr, dass es den Dannenröder Forst überhaupt gibt, weil Sie sich auf die Klimabewegung draufsetzen. Und ein letzter Satz an die Vertreter der AfD. Ich habe vorhin in meiner Rede gesagt, und wenn Sie zugehört hätten, ist es vielleicht möglich, dass man zuhört, oder geht es nicht? Also noch einmal an die Vertreter der AfD. Ich habe vorhin in meiner Rede gesagt, wir sagen ganz deutlich, der Protest muss friedlich bleiben. Gewalt gegen Menschen und Gewalt gegen Sachen lehnen wir mit aller Deutlichkeit ab. Wer auf Menschen oder Sachen losgeht, kann sich hinter keiner auch noch so guten Sache verstecken. Das waren unsere Ausführungen, und ich denke, das war deutlich genug. Für die FDP-Fraktion hat sich nun Herr Müller zu Wort gemeldet. Ihm verbleiben 3:13. Ich glaube, damit kann man es eben nicht am Ende stehen lassen. Weil, Frau Walter, wenn Sie sagen, dass Sie seit 40 Jahren als die Grünen sich dagegen einsetzen, warum haben Sie es im Rahmen der Koalitionsverhandlungen nicht getan? Das ist der entscheidende Punkt, und das muss man schlicht noch einmal benennen. Wenn es Ihnen das Thema so wichtig gewesen wäre, dann hätten Sie an dieser Stelle zweimal die Gelegenheit gehabt, das auch entsprechend anders zu verhandeln. Es war es aber nicht. In der Abwägung mit anderen Themen haben Sie sich dafür entschieden, das Projekt ab sofort zu unterstützen, indem Sie den Koalitionsvertrag unterschreiben. Genau das ist der Punkt, und das müssen Sie sich auch eingestehen. Ja, Herr Al-Wazir, Sie reden von der Regierungsbank wieder dazwischen. Sie bauen sie. Da haben Sie recht. Aber Sie hätten es verhindern können, und das haben Sie nicht getan. Und sich jetzt hinzustellen und genau das zu postulieren, ist nicht ehrlich. Und das ist das hat Ihnen keiner vorgeworfen. Wir werfen Ihnen vor. Ich bitte die Zwischenrufe von der Regierungsbank aus einzustellen. Wir werfen Ihnen vor, Herr Al-Wazir, dass Sie sich nicht hinter dieses Projekt stellen, obwohl Sie es im Koalitionsvertrag mitgetragen haben. Und dass man damit, und das ist der Vorwurf auch an die Grünen, dass man damit eben die Emotionen schürt. Also Sie können nicht dieses falsche Spiel spielen, im Koalitionsvertrag dafür sein, jetzt zu sagen, Sie sind aber dagegen, aber Sie müssen es ja. Und dann von uns als Freien Demokraten noch einzufordern, dass wir Sie loben sollen dafür, dass Sie es jetzt bauen und Ihren Amtseid befolgen. Geht's noch? Geht's noch? Sie haben diesen Amtseid geleistet, und wir erwarten von Ihnen, dass Sie den erfüllen. Da brauchen Sie jetzt nun wirklich kein Lob von uns erfordern. Meine Damen und Herren, und wenn ich dann höre, Herr Schalauske, das, was im Dannenröder Forst gerade passiert, und wenn ich dann höre, dass die Polizei bitte überschießende Gewalt und dass sie sich da ein bisschen vorsichtiger verhalten sollen. Ich war auch dort, und ich werde es mir auch wieder anschauen. Das, was da im Moment los ist, das, was da herausgefordert wird, und wenn ich den Dunning-Ticker verfolge, die Art und Weise, wie die Extremisten, die dort unterwegs sind, und die Unterscheidung hat Herr Naas eben sehr genau gemacht, zwischen Extremisten und Fridays for Future, die demonstrieren und dann auch gehen, wenn die Polizei sie auffordert, beziehungsweise es geräumt wird. Diese Unterscheidung muss man machen. Hat er nach. Bitte, ja, hört doch auf. Ihr wisst doch selbst, dass das nicht richtig ist. Aber dann der Polizei vorzuwerfen, dass sie dort falsche Maßnahmen ergreift, in diesen Situationen, das halte ich an dieser Stelle definitiv für falsch.
Meine Damen und Herren, damit haben wir diese Aktuelle Stunde abgehalten. Und der Top 86, Dringlicher Antrag, Fraktion der Freien Demokraten, Autobahn 49, Drucksache 20-4068, mit Top 97, dem Dringlichen Antrag, Fraktion der CDU-Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Weiterbau der BRB 49, Drucksache 20-4072, wird zur weiteren Beratung in den WVA überwiesen.